Heute die Präsentation gemacht zur Gesamtschule. Können Sie das noch mal zusammenfassen? Das wäre sehr schön. Die Gemeinde Alft hat heute die Befragung der Eltern entgegengenommen. Wir haben eine unglaublich hohe Rücklaufquote. 84% der Eltern haben sich an der Befragung beteiligt. Mit einem ganz eindeutigen und vielleicht für viele auch sehr überraschenden Ergebnis: die Zustimmung zur Gesamtschule gegenüber dem gegliederten Schulsystem noch entsprechend abgefragt. Die Gesamtschule oder die anderen drei Schulen liegt bei weit über 60%. In allen drei Jahrgangsstufen, die wir befragt haben, haben wir eine Zustimmung, die über 60% liegt. Wir haben in jedem Jahrgang über 112 Interessenten. Bei einer relativ kleinen Gemeinde mit 220 kann man absehen, dass hier ein Erdrutsch stattgefunden hat bei den Eltern. Die Bevorzugung der Gesamtschule gegenüber dem gegliederten Schulwesen ist doch in einem Maße erfolgt, wie es eigentlich noch überraschend ist. Aber vielleicht ist Alft da auch Ausdruck einer bundesdeutschen Strömung, gewisse Relativierung des gegliederten Schulwesens, starke Zuwendung zum ungegliederten, mit einem späten Übergang, mit einer offenen Bildungswahlentscheidung bis zur Jahrgangsstufe 8-9. Und von daher denke ich, dass Alfter repräsentiert, aber auch schon weit darüber hinaus Bundestrends uns anzeigt, über die wir viel, viel nachdenken müssen. Für die Gemeinde Alfter, die diesen Beschluss einmütig gefasst hat, eine Gesamtschule anzurichten, ist das natürlich eine große Bestätigung ihrer gesamtpolitischen Auffassung, dass es in die Richtung geht. Und von daher möchte ich der Politik und den Eltern gratulieren, dass sie jetzt die Chance hat, eine Hauptschule aufzugeben, das Gebäude leer stehen zu lassen, das ist eine. Kinder zu gewinnen und die eigenen und damit eine Schule zu füllen, ist eine viel, viel interessantere Aufgabe. Und ich denke, für Alfter ist es ein guter, guter Anfang jetzt, dieses Befragungsergebnis. Wunderbar, Dankeschön. Ja, Herr Windhuis, wie schätzen Sie denn jetzt die Situation nach der heutigen Präsentation ein? Ja, ich bin also mit gemischten Gefühlen natürlich in das Rathaus gegangen und positiv überrascht und bin froh, dass die Eltern uns das Ergebnis geliefert haben, dass die Eltern uns eine weitere Handlungsvollmacht gegeben haben. Wir haben in allen drei befragten Grundschuljahren Ergebnisse, die über die magische 112 hinausgehen. Das heißt, wir müssen weitermachen. Wir müssen jetzt mit der Bezirksregierung das Anmeldeverfahren in die Wege leiten. Und dann hoffe ich, dass wir das Ergebnis der Befragung auch kompensieren können und über 112 Anmeldungen bekommen werden. Ich freue mich sehr, dass es zu so einem eindeutigen Ergebnis der Elternbefragung kam, dass wir in allen drei Jahrgängen über den magischen 112 lagen. Das bedeutet, dass wir eine Hürde weniger haben, die zu nehmen ist. Trotzdem glaube ich, dass es noch ein anstrengender Weg wird und den wir nur gemeinsam mit dem Rat, mit der Verwaltung gehen können. Prima, Dankeschön.